Das erklärt denn auch, warum sie so hibbelig ist. Honey, schöne Position, die ich hab, oder? Wo ist denn die erste Frage der... What the fuck? Findet die erste Frage der Geekigkeit. Ist irgendwie außerhalb der Karte. Ja. Frage, wie macht man das vor dem Pool? Ladies and Gentlemen. Tiefenrohr. No. Vielleicht ja, aber wahrscheinlich no. Viel cooler. Mein Freund, viel cooler. Wir können jetzt nämlich rübergehen. Achso, das ist auf da auf dieser Insel da? Yep. Ist eine unsichtbare Brücke? Yep. Werdet ihr gleich sehen. Oder ein Luftschiff. Noch rechtzeitig, Leute. Noch rechtzeitig. Granate! Und flieg, Sketty! Sperrfeuer! Raygun-Passage mal ganz anders. Ja. Raygun-Passage. Wow. Muss ich erklären? Uniformfarbe zeigte in der Echo-Show Space Journey in Space an, dass ein Besatzungsmitglied wahrscheinlich von einem Shrek gefressen würde. Gut, was ist das? Korrekt. What the fuck? Abenteurer? Das war eine Star Trek-Anspielung. Nein, das nicht. Weil du ein Muskelprotz bist. Leute. Wir müssen sicherstellen, dass du nicht bloß tust wie ein Geek, weil das gerade angesagt ist. Wo bist du denn? Huhu. Ja, wo bist du? Geht doch mal da auf die Brücke. Ach, hi. Hallo da unten. Kommst du wieder hoch? Moment. Wo bist... Wo? Er ist hier unten, unter der Brücke. Cyber, guck doch. Hi auch. Und das durch... Cyber, das durch deine scheiß... scheiß Granate. Geht nicht. Yay. Das geht übrigens nicht, ich hab mal nachgetestet. Irgendwie, entweder bin ich da runtergeflogen. Warte mal kurz. So, finde die zweite Frage. Wo ist denn die? Da. Wo ich bin. Wow! Ich spring, ich spring, bloß ich spring, bloß ich spring. Was? Faking, du bist... Bürger von Flame Rock. Schnappt ihn! Nahkampf, Schriftrollen, Dieb. Ja. Hat auf mich! Und auf mich! Sonst auf mich! Das geht nur mit. Das geht anscheinend nur mit. Nahkampf! Nahkampf! Ich lauf die andere Richtung entlang wieder! Nahkampf! Mach 120 Schaden und ist Kampf! Los! Da wohl! Ja? Ja! Nahkampf! Verdammt! Alter! Los, Staraptor! Kacke! Ja. Setz Nahkampf ein! Ich hab getroffen! Schlag auf ihn drauf! Ich hab verfehlt, glaube ich! Alter! Geht doch! So, was ist die zweite Frage? Neu schmieden lassen und zwar sein Schwert. Korrekt. Weiter zur letzten Frage. Das war eine Anspielung auf Herr der Ringe, Rückkehr des Königs. Hör mal, als ich klein war, haben die Jungs mich aus zwei Gründen gehänselt. Wegen meiner Tattoos und wegen Bunkers and Badasses. Ich hab für meine Geekigkeit gelitten. Ich lass dich doch jetzt nicht in meine Kultur eindringen, bloß weil sie heute cool ist. Heilige Skatscheiße! Zu viel Wut unterdrücken müssen, was? Oh oh. Gotcha! Letzte Frage. In der 23. Folge der 15. Saison der Blue Box Adventures, wie lautet der Name des Schiffes, das die Blue Box entführt? Ich weiß es nicht. Oh, so ein Pech-Talk. Sieht aus, als wärst du doch kein echter Geek.
Boom! Alles, was mich interessiert, sind Science Fiction und Fantasy und Einhörner und Möpse! Lasst ihr mich nicht mitspielen! Oh, wow, jetzt komme ich mir vor wie ein Schwein. Ich mir auch? Torg, es tut mir leid. Klar kannst du mitspielen. Du kannst in der Stadt Nebenquests geben oder so. Oh ja! Blue Box, das war eine Anspielung auf Doctor Who, oder? Nein. Nicht? Mass Effect. Einmal Mass Effect und ja auch auf Doctor Who. Weil die TARDIS ist ja sozusagen ein Schiff. Ich weiß, Time and Relative Dimensions in Space. Oh nein, ich habe noch nie Doctor Who geschaut. Ja, wir können die Quest abgeben noch gleich wieder. Ich kenne alle 7 Staffeln, also die 7 neuen. Ich habe mir nur dieses dieses Wiedersehens-Special mit den 7 mit den ganzen Doktoren angeschaut. Das habe ich noch nicht, dazu kam ich leider noch nicht. Weil mich meine Ex-Freundin dazu gezwungen hat. Inklusivität, ho! Ihr seid echt die Besten! So war mich meine Mama Mr. Talk getauft hat! Moment, dein Vorname ist Mr. Talk und dein Nachname? Oh hier! Level 52 VH-LFG. Bringt ein Präzisionsgewehr mit. Ja, und? So ist die Questbeschreibung. Mr. Talk Flexing. Aber ich ist der Name überhaupt? Ganz ehrlich. Neben Warte noch, der geilste Zweitname Talk. Ich find's auch cool, dass Talk, Mr. Talk wahrscheinlich My Little Pony mag. Weil nur er mag Einhörner. Und Möpse. Ja, welcher pubertierende Jugendliche mag das nicht? Anderes Ufer. Ich meine nur, Frank Royal mag auch Möpse. Cyber, auch Kerle können Möpse haben. Kerle können Möpse mögen. Und Kerle können auch Möpse haben. Was wäre passiert, wenn ich jetzt das Teleporten abgebrochen hätte, Cyber? Aber warum ich genau dann geschwungen bin? Oh, der ist geil! Legendäre Orange Seltenheit, okay. Ihr betretet den Wald, der okay, das sieht aus wie ein Wald, wo Flatterschein leben könnte. Stille? Langweilig. Du sagst es, Brick. Wuhu! Da ist was dran. Hey, what the fuck? Es ist Herbst geworden. Mist, jetzt muss ich mir einen besseren Namen für den Wald ausdenken. Das sieht aus wie eine Art Gegnertyp. Nope, ist es aber nicht. Keine Panik auf den Titanic. Nope, danke. Alter! Nope, sir. Könnt ihr euch für ein paar Zauberpatronen erwärmen, ist klar. Ich weiß. The forest of being eaten alive by trees. Okay. Verdammt, ich wusste, ich hätte keinen Bäumen trauen sollen. Ein Trant. What the fuck? Ja, hier haben wir mal Bäume als Gegner. Nee, das meinte ich gerade nicht. Was denn dann? Die Anspielung auf Herr der Ringe. Ja. Ach so, ja, ja. Das ist eigentlich offensichtlich. Ihr findet einen Edelstein auf dem Boden. Hat die Königin den fallen lassen, um ihren Weg zu markieren? Dann sollten wir den Edelstein. Ach ja, hier, die Feen. Die helfen uns, solange wir sie nicht anschießen. Immer schön die Hauptstraße lang und alles ist gut. Leute, was für Feen? Die Feen. Geil. Wenn ich euch töte, wächst vielleicht ein Farn aus euch oder so. Die Leute mögen Farne. Chris, schieß mal auf die Fee. Nein. Tu mal. Nein. Keine Sorge, du stirbst nicht. What the fuck? Seid ihr witzig? Habe ich gelogen? Nein, also. Doch. Hä?
Wie cool die auch fluchen kann. Die Fee? Hm? Wer denn sonst? Deine Mutter. Ja. Wow. Nein, keine Spinnen. Nein. Yay, eine explodierende Elektrospinne. Bist du arachnophob? Bisschen. Und das ist nicht witzig, ganz ehrlich. Schlangen, ich hasse. Ich sag's mal so, in dem Moment... Ja, Arachnophob-Momente sind für mich Mordmomente. Und zwar wortwörtlich. Da! Stirb! Stirb aus! Stirb! Oh, so gut. Nebenfahrt? Nebenfahrt. Wo wollt ihr hin? Wir gehen auf Erkundungstour. Bei der Spinne. Das solltet ihr vielleicht nicht tun. Ich hab die Kämpfe nur für den Hauptpfad des Spiels ausbalanciert. Ja. Achtung, Honey, geh zurück, geh zurück. Komm her. Nein. Das sind 79 Mega Ultra. Moment, Moment. Wie zum Geier sollen die Dinger töten? Ah, mein Fehler, mein Fehler. Ich kann. Lass mich das regeln. Womit kämpft ihr da gerade? Ich hab's ausbalanciert. Leute? Komm, ich Map. Nebenfahrt. Out. On the map. Ultra mega badass. Also Respekt für den Titel. Man hat sich echt ein Bein ausgerissen. Hier haben die Milizen ihre Rüstungen geschmiedet, bevor ja. Der Hexer sie alle in Skelette verwandelt hat. Die sollten was in meiner Größe da haben. Wirf einen. Ach, hier. Wirf einen Würfel. Moment, wirf zwei Würfel. Hm. Moment, ich bezahle. Und was gibt's? 15. Irgendwas Gutes dabei ist, kann ich nehmen, weil ich habe Rium dafür bezahlt. Puh. Nö. Wenn ihr es nicht nimmt, selber schuld, Ladies and Gentlemen. Sieht aus, als hätte jemand die Rüstung da oben in dem Baum versteckt. Ihr solltet ihm vielleicht einen Klaps verpassen, damit er sie fallen lässt. Ich habe ja gesagt, Entscheidung und so, ne? Es wird schlimm. Sehr schlimm. Habt ihr mich mal angeschaut? Das Fitzelding bedeckt ja nicht meine halbe Titte. Außerdem zielen böse Buben ja nicht bloß auf meine pikanten Preziosen. Sucht mir was mit ein bisschen mehr dran. Das ist nämlich irgendwie so ein Xena von einem Stil her. Was Schönes. The Bee! Schwebt wie ein Schmetterling. Hey, mein Schild. 3.000. Okay. Ja, wer möchte es haben? Ja, wer möchte es haben? Ich. Ja, wer möchte es haben? Ja, wer möchte es haben? Was? Mach, Männchen. Rück schon raus. Okay, okay. The Bee 2.0. Der hat doppelte Schildwerte. Ja, jetzt hab ich knapp 5k Schild. Yay, ich sterbe nicht mehr so schnell. Ich sterbe nicht mehr ganz so schnell. Okay, welche... Kammer-Symbol. Rüstung... Nee, welche Rüstung wollen wir jetzt nehmen? Ich wäre für die sperrige. Kammer-Symbol, wo? Ganz ehrlich, das wäre ein bisschen zu klischeehaft, oder? Was? Ich meine, Blechbikini, warum nicht? Sperrige Rüstung und wo? Was? Ach, basta. Warte kurz. Die knappe Variante, ja? Schätze, ich könnte mir eine Augenklappe daraus basteln oder sowas. Wo ist das Kammer-Symbol? Da, hier, ja. Folgen. Hier an Wand. Ah. Hund der an? Kammer. Ein von zwei. Was? Ein von zwei? Ein von zwei. Ah ja, ein von zwei. Neues Gebiet, stimmt ja. What the fuck? Alter, hat mir gerade Schaden zugefügt. Der Baum. Ah. Schock, okay. Der tut auch noch so komische Kugeln ab, wenn er stirbt. Ja, so Blitzkristalle. Aber ich find's echt fair, dass für Bibi wenigstens wenig Schild hat.
Du auch, Hanni? Oh, das Ding macht sogar noch mehr. Das Ding macht sogar 5,5k zusätzlichen Schaden. Geil. So, was habe ich denn da gerade für eine Anpassung bekommen? Das ist richtig geil. 5,5k zusätzlicher Schaden. Das ist Devlin. Weil das Ding 4 Level höher ist, der Schild, als der, den ich vorher hatte. Hier drüben. Ja, hallo, Devlin. Ich ignoriere dich. Hier sind Spinnen. Jo, Dito.